Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu etwas ganz Neuem. Ich werde mal, ich habe mir vorgenommen, ich bin ja schon ein kleiner Harry Potter Fan und ich habe mir vorgenommen, alle Harry Potter Teile zu spielen, bis im nächsten Jahr halt das neue Harry Potter Rollenspiel rauskommt. Und zwar das ganz neue Rollenspiel, wo man halt, was zwar auf Harry Potter basiert, aber eben in der Zeit früher spielt auf Hogwarts. Ich freue mich schon drauf und so fangen wir jetzt einfach mal an. Von EA Games, nicht die Lego-Spiele, sondern die Original-EA Games-Spiele von jetzt hier vom Stein der Weisen bis hin zum letzten zu spielen. Vielleicht schaffen wir es bis dahin, alle Teile durchzuspielen, ich weiß nicht. Wir fangen auf jeden Fall mit diesen hier an und ja, wir starten. Vorab nochmal, das Ganze ist natürlich ein bisschen schwierig, auf Windows 10 zum Laufen zu bekommen. Ich habe mir jetzt über Medibox die Spiele bestellt. Kriegt man dafür 3-4 Euro original, ziemlich cool. Ja, deswegen. Wundert euch nicht, dass es jetzt gerade noch ein 4:3 Format ist, wenn ihr links und rechts schwarze Balken habt. Die verschwinden, sobald das Spiel angeht, aber damals, als das Spiel rauskam, war Widescreen noch nicht so populär. Deswegen konnte man das Intro bzw. das Menü nicht ändern. Wir fangen mal an. Das hier ist der Anfang. Ich werde jetzt einfach ein neues Spiel starten, denn beziehungsweise wir beschreiben das einfach. Denn die anderen Spiele, also angefangen habe ich noch nicht, aber ich wollte natürlich sehen, dass es ein 16:9 läuft. So, fangen wir mal an. Lassen wir uns vom Intro erzaubern. Yes. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gringotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen aus Verlies 713. Hagrid meinte, dass dieses Päckchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicherer sei. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete. Und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im dritten Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Harry saß da, mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf, und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Los geht's. Schule für Hexerei und Zauberei. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter.
In Hogwarts gibt es viele Geheimnisse, Harry. Sieh also hinter jeder Tür nach. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Heute Morgen habe ich mich zum Beispiel vertan und bin an der falschen Stelle abgebogen. Plötzlich landete ich in einem Raum voller Schokofrösche. Als ich jedoch zurückkam, entdeckte ich, dass die Schokofrösche verschwunden waren und dass ich dort stattdessen eine ganze Horde gemeiner Feuerkrabben tummelte. Jetzt machte ich aber schnell auf den Weg nach oben zum Unterricht. Verspäte dich nicht. Okay. So, das ist natürlich alles ein bisschen. Die Maus ist ein bisschen flott unterwegs. Vielleicht können wir die noch kurz ein bisschen weniger flott machen. So. So, naja, okay, weniger flott wird nicht. Ja, genau. Die Schrift ist etwas klein, ist mir aufgefallen. Die kann ich aber leider nicht vergrößern. Und wie man sieht, ist diese Maus einfach mal sowas von schnell. Na gut, laufen wir hier los. Hey Harry, erinnerst du dich noch an mich? Ron Weasley. Meine Brüder Fred und George wollen dir etwas zeigen. Folgt mir. Lauf mir den guten mal hinterher. Ich bin schon an der Kante fest. Folgt mir, Harry. Ja, das ist doch nicht normal, dass es so flott ist, oder? Kann man es noch ein bisschen weniger machen? Mausgeschwindigkeit? Ja. Das hat nicht so viel Sinn zu tun. Hier ist ein fliegender Geist. Da. Hallo Harry, wir zeigen dir, wie du dich am besten in Hogwarts zurechtfindest. Als Erstklässler musst du noch eine ganze Menge lernen. Folg uns, wir geben dir heimlich Unterricht. Wir sehen uns später beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Viel Glück, Harry. Wir bringen dir bei, wie man klettert. Laufe ohne anzuhalten auf den Bücherschrank zu. Du kletterst dann automatisch hinauf. Auf dem Bücherschrank befinden sich Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle so viele Bohnen wie möglich ein und komm dann nach nebenan. Wow, wie schnell das ist. Das ist ja das erste Spiel, muss man sagen, was da damals rauskam. Das ist natürlich ganz aufregend gerade. Aber gucken wir mal. Gut gemacht. Lass uns jetzt das Springen üben. Okay. Lauf auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüberzuspringen. Wenn du runterfällst, kannst du wieder nach oben klettern und es erneut versuchen. Wir treffen uns dann nebenan. Wir nehmen eine Abkürzung und treffen dich dann dort. Ja, also das Spiel habe ich jetzt für den PC. Ich glaube, die Nachfolgerspiele werde ich. Na, wohl die noch nicht, aber Teil 4, glaube ich, geht es rüber zur Xbox dann. Wow. Ah! Oh nein! Es ist der verrückte kleine Potter! Es ist Peeves der Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Peeves kann Erstklässler nicht ausstehen. Nimm dich also besser vor ihm in Acht. Peeves? Poltergeist. Ja, aber die schnellste Kiste ist ja nicht. Ich bin hier schneller als er, oder? So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. Boah, stimmt. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, laufe einfach über sie hinweg. Mit Schokofröschen kannst du deine Energie aufladen. Es macht riesigen Spaß, Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Wir sammeln auch Bohnen. Wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Komm zu uns und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Okay. Gut, da ist ein Bohnen, hier drüben auch jetzt schon gesehen. Oh. Da ist drüben noch eine. Ja, guck mal da, genau. Komm her, du geile Bohne. Ah, warte mal. Ja, die Steuerung ist so lala. Kann man das vielleicht auch mit dem Joy-Con spielen?
Ich habe die nächste Folge auch. Ob ich das eventuell auch mit dem Wort spielen kann? Das wäre natürlich noch witziger. Ich habe versucht, die Spiele auf die Konsole zu bekommen, aber meine Series X, die ersten Teile schon gespielt, die nicht mehr ab. Wir haben etwa um 22? Ich jetzt heute schon geforscht. Du musst natürlich auch wissen, dass die Auflösung damals natürlich viel. Kommt da hoch? Nee. Die Auflösung war natürlich viel, viel mieser. Als das Spiel rauskam, weil ich glaube, ich konnte im Menü sehen, man konnte hier maximal 1024 mal 768 auswählen. Das ist ja deutlich weniger zu sehen. Ich spiele es jetzt in Full, also in 1920.080. Das sieht ein bisschen schärfer aus. Natürlich können die Texturen nicht schärfer werden, denn das damals ausgelegt gewesen, ne? Drücke Escape, drücke dann auf Folio. Hier ist doch nichts. Okay. Achso, kann ich hier was machen? Haben wir mit Folio mal geredet? Nee. Wende dich an Fred. Er hat die Bildkarte. Danke, aha. Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Wir brauchen die Bone für, naja, ein paar Experimente. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Klettere durch den geheimen Ausgang über den Bücherschrank, um an deiner ersten Zauberstunde teilzunehmen. Viel Glück! Na gut. Also, ich kann uns jetzt angucken hier, ne? Folio mal hier. Was ist denn da? Ja. Albus Dumbledore, geboren, das weiß keiner, gegenwärtiger Schulleiter von Hogwarts, gilt als einer der größten Zauberer unserer Geschichte. Oh, da kommt wieder ein Geist. Ist die maulende Myrte? Das kann ich sehen. Oh, auf hier. Nicht der berühmte Harry Potter ist. Ich bin Draco Malfoy und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Das sind meine Kumpel Crabbe und Goyle. Sie sind auch in Slytherin. Natürlich wird Slytherin den Hauspokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, Jungs, wir verschwinden. Was für nette Zeitgenossen. Hermine? Hallo Harry, ich bin's, Hermine Granger. Wir haben uns im Hogwarts Express kennengelernt. Erinnerst du dich? Wenn du zum Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Wir wissen ja alle, wer dahinter steckt unter dem Turban. Ich bin Professor Quirrell. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des Flippendo-Zaubers gegen schwarze Magie schützen können. Okay. Beobachte meinen Zauberstab. Halte dann die Maustaste gedrückt und mach das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Ah, stimmt, schon Punkte dafür, ne? 15%. Boah, ich hab genau 15%. Yes. Ah, Harry Potter ist auch kein Einserschieben. Du bist noch ziemlich unsicher, Harry. Übe weiter. 5 Punkte für Gryffindor. Yes. Der Hauspokal ist unser. Und nochmal, Harry. Zeig uns, was du kannst. Ich versuch's jetzt richtig gut zu machen. Lass mal auf. Meine Maus ist so einfach, du musst auch mal cool da drunter ziehen. So. Was? Muss ich auch einen bestimmten Geschwindigkeit schaffen? Oh, warte, ich versuch's nochmal. Das
war nicht das Symbol, das ich erwartet hatte, Harry. Ja, ich auch nicht. Gut, das ist, ach Mist. Darf ich die nochmal probieren? Das ist ja ärgerlich. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flippendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber noch ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Nur ich? Sind auch nicht viele Schüler da, wenn man guckt. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Okay. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Straighten zur Seite fehlt hier irgendwie. Hat er ja auch noch einen Seekrank beim Laufen hier ab und zu? Wende den Flippendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Du kannst den Flippendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um, Harry. Gucken wir mal. Also ich habe das Spiel ja mal gespielt, als ich ganz klein war. Also das ist ganz klein, weil ich bin aber als Rollstuhl, glaube ich. Ich kann mich überhaupt gar nicht daran erinnern. Ich weiß ja nicht, was ich gespielt habe. Ich kann zwar hochspringen, aber ich kann da nicht ranspringen. Das ist schon nervig. Das ist ein Stern. Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Mit diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Wir schauen. So, mal. Oder kann ich es noch einmal speichern? Ist ja auch cool. Nintendo! Zweifelbindung. Flippendo! Und dann aufeinander das Gitter. Flippendo! Warte mal, ist hier hinten auch noch irgendwas? Ich
irgendwas verpassen hier. Achso, warte. Dann gehen wir noch nicht hin zu ihm. Gehen wir erstmal hier hinten hin und holen uns die ganzen Bohnen. Und die Sterne natürlich. Aber drei Sterne. Ich weiß nicht, wie viele Sterne man hier finden soll. Aber da der Dr. Squirrel bzw. Professor Squirrel da hinten steht, können wir ja einfach mit ihm mal reden. Verwende den Flipendo-Zauber bei diesem Block, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Okay. Flipendo! Verrückte. Na, das bringt mir nichts, denn ich muss ja wahrscheinlich da hoch. Flipendo! 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 Okay. Okay, das ist wie so ein kleines Tutorial, das Ganze, ne? Sieht man, wie die Geschichte losgeht. Können wir speichern, das machen wir mal. Flipendo! Dann holen wir uns auch noch. Das kann sein, dass wir das mal gucken. Flipendo! Ne, okay, dann müssen wir auf jeden Fall durchschicken. Versuch mal irgendwie zum nächsten Mal das hinzubekommen, dass, dass die Maus nicht ganz so schnell ist, aber das nervt ja schon. Flipendo! Das ist schon das Höchste. Okay. So blöd, dass man links und rechts nicht so strafen kann. Also nach links und rechts so. Das ist schon so ein bisschen. Dann könnte man, glaube ich, ein bisschen leichter steuern. Das ist ja in den nächsten Teilen besser gemacht, aber das weiß ich jetzt nicht. Werden wir feststellen, wenn wir so weit kommen. Rapido. Ganz hier hinten anfangen? Ehrlich. Nun gut. Ja, müssen wir tatsächlich. Oh, das ist ja ärgerlich. Also es ist auch so ein bisschen die Steuerung. Es ist so ein bisschen abgespaced. Nintendo! Also ich muss jetzt die Steuerung schieben, das war jetzt gerade wirklich ein dummer Fehler einfach, ne? Aber trotzdem ein bisschen blöd. Nintendo! Aber die Bohnen sammeln wir trotzdem wieder alle ein, weil. Geil, wenn man sich überlegt, wie verwöhnt man jetzt ist so von allen Bewegungsabläufen und so. Damals hätte man doch das Spiel, also wenn man das Spiel so rausgekommen wäre heute, keine Punkte bekommen dafür, weil es einfach alles zu hölzern wirkt und so. Aber heutzutage muss es ja auch alles perfekt sein. Aber damals war das Automatisch Spring einstellen, aber ich glaube, das ist auch nicht so.
müssen einfach ein bisschen aufpassen. Alter, das war dicht an der Spitze. Gut, dass die Kollisionsabfrage hier nicht ganz so mega genau ist. War schon ein kleiner Jump and Run-Anlage hier. Sterne mal hier sammeln. Ne? Weiß ich gar nicht. Okay. Man kann schon einige sagen. Hab ich ganz kehre das mit der Steuerung hier. Also wisst ihr, wenn ihr mal normal WSAD spielt, würde das E drücken, dann müsst ihr doch eigentlich so darüber gehen, ne? Das macht er halt nicht. Das ist halt so. Nicht gut. Aber egal. Das ist eine Gewöhnungssache, ne? Ach, dumm. Gut. Vielleicht erst hochspringen, sondern dann drücken. So ist das. Kann man nicht ändern, kann man nicht ändern. Belästigen liebend gern, junge Zauberer. Wirf ihn auf den Rücken, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Gnome bewegen sich sehr schnell und können wirklich lästig sein. Aber der hat mir ein paar von den Wohnheimen geklaut, die Sau, ne? Nintendo! Oh, ne, doch mal, ist auch noch eine. Nintendo! Auch noch. Die kann man für irgendwas eintauschen nachher, wurde ja gesagt. Also mal gucken. Glückwunsch, Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Nun mach dich aber auf den Weg zum Flugunterricht. Im Gemeinschaftsraum von Gryffindor unterhielten sich Harry, Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Es gab viel Gerede um den Einbruch bei Gringotts, der Zaubererbank. Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch mussten. Ich bin deine Lehrerin, Madame Hooch. In deiner ersten Stunde wirst du lernen, durch diese magischen Ringe zu fliegen.
Steuere dein Besen mit den Pfeiltasten. Mit den Tasten zum Beschleunigen und Bremsen kannst du deine Fluggeschwindigkeit regulieren. Fertig, Harry? Wenn ich pfeife, geht's los. Jetzt platzieren wir dann, die Pistole. Ein bisschen, merkt ihr das? So, es läuft halt nicht ganz rund. Ne? Ja, Windows 10 und das Spiel ist eigentlich ganz konzentriert für Windows 10. Oh nein. Du bist ein Naturtalent, Harry. Ich gebe dir 10 Hauspunkte für deine gute Leistung. Danke sehr. Du kannst ab jetzt üben, wann immer du willst. Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Einen schönen Tag noch, Harry. Das ist aber Schlag auf Schlag, würde ich sagen. So, aber ab hier machen wir erstmal Pause. Für die erste Folge, ich glaube. Würde ich sagen, oder? Ist ja so ein bisschen, haben wir jetzt schon einiges gesehen. Ja, könnt ihr mir mal sagen, wie ihr es findet. Eventuell hat auch keine Lust, das sich anzuschauen, kann gut sein. Aber so machen wir einen kleinen Countdown zum neuen Hogwarts Harry Potter Rollenspiel, das nächstes Jahr angekündigt ist. Da freue ich mich extrem drauf, das wird auf der Series X gespielt. Oder auf der PlayStation 5, kommt auch an, wo es erst rauskommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dann. Tschüss.